So, das machen wir jetzt nochmal. Das war jetzt wirklich dermaßen chaotisch und durcheinander, weil ich ja auch überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich tue. Das muss ich gleich nochmal von vorne machen. Also, jetzt ist der Radia Code 102, der ist jetzt angeschlossen mit dem ganz normalen USB-Kabel direkt an den Rechner. Ihr seht jetzt ein komisches, breites Dings, weil meine Monitore sind alle 21 zu 9. Und ja, ihr habt im Zweifel da 16 zu 9 stehen. Deswegen wird es ein bisschen breit. Ihr habt Balken oben drüber und unten drunter. Aber das kennt ihr ja schließlich von irgendwelchen Filmen. Ne? Das ist auch so. Ich schalte den Radia-Code jetzt erstmal ein. Gibt darin Geräusche zu hören. Und jetzt passieren da hoffentlich irgendwelche Dinge. Ja, in der Annahme, dass sich da jetzt auch irgendwas tut. Das ist jetzt einfach nur die Hintergrundstrahlung. Und diverse Anzeigen erwachen zum Leben, von denen ich keine Ahnung habe, was zur Hölle da eigentlich vor sich geht. Aber das ist ja auch nicht so entscheidend. Was mir aber aufgefallen ist, der Radia-Code zeigt jetzt zum Beispiel 0,06 Mikrosievert an. Er hier sagt hingegen 6 oder 68 oder was Nanosievert. Das heißt, der zeigt zwei Stellen mehr an. Wo also der kleine Apparat 0,0, jetzt gerade mal 0,06, 0,07 anzeigt, haben wir hier 0,0713, also auf Tausendstel praktisch. Der misst Tausendstel, während der andere nur Hundertstel misst, Zehntausendstel, ne? 0,07 sind 70 Nano. Genau. Also er misst hier mindestens eine Stelle mehr. Ja, das ist schön zu wissen. Obendrauf, oben drüber, also hier ist übrigens Count per Seconds. Das ist also die Zahl der ionisierten Teilchen, die pro Sekunde durch den Apparillo fliegen. Gibt es auch irgendwo in CPM, dann sind es Counts per Minute. Und Hardness, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es hat möglicherweise mit Gammastrahlen zu tun oder mit Härte, mit Energie, ich weiß es nicht. Naja, und hier wird halt ein komplettes Spektrum der Strahlung, die man empfängt, angezeigt. Ich hatte beim letzten Versuch, hatte ich erstmal den harmlosesten Strahler genommen und festgestellt, lohnt sich ja kaum. Deswegen nehmen wir jetzt gleich den härtesten. Fangen wir gleich mit dem harten Stoff an. Dann lege ich den jetzt hier einfach mal rein und lasse ihn brutzeln. Ja, ich habe ihn inzwischen so eingestellt, dass er nur einmal hupt und danach etwas Ruhe gibt. Ihr seht, ist ein bisschen was passiert jetzt. Na, die breite Darstellung auf der linken Seite, der fängt jetzt an, alle 10 Sekunden Daten zu sammeln, um das so richtige Spektrum zu ermessen, nämlich in welchem Bereich welche Strahlung irgendwie irgendwas macht. Interessant ist aber schon jetzt Gesundheit in der Anfangsphase hier unten in seiner internen Datenbank, nämlich versucht er es rauszukriegen, was könnte das sein? Im Moment ist er der Meinung, es könnte Cäsium sein. Ich kann euch aber voraussagen, er wird letztlich bei Radium landen, weil Radium. Dazu muss ich sagen, es gibt auf der Homepage von Radia Count so eine Tabelle der Elemente. Und da sind dann praktisch alle radioaktiven Elemente sind dann schön highlighted und die kann man einzeln anklicken. Und dann erzählt er nämlich einem, zu welchem Zwecke dieses Zeug jeweils benutzt wird, beziehungsweise wo anzufinden ist. Ich habe hier eben kurz gesehen, Alloy. Alloy heißt auf Englisch einfach nur Legierung. Also es könnte zum Beispiel sein, dass die Farbe, die er jetzt misst hier, dass die eine Mixtur aus Radium und Cäsium ist. Meistens allerdings landet er doch letztlich irgendwann bei Radium, ne? Radium 226. Ja, weil Radiumfarbe, ne? Nicht so selten damals gewesen. Dann haben wir ja Hardness. Ich habe keine Ahnung, was Hardness heißt. Das ist Härte, ja klar. Aber was das nun genau bedeutet, ich habe keinen Schimmer. Ich habe mich ja nie mit sowas befasst. Hier sehen wir jetzt, ja, der Apparillo zeigt mir an, so zwischen 0,95 und eben auch mal kurz über 1,0. Entsprechend, ne, wenn man Nanosievert draus macht, da haben wir die 1, einen Mikrosievert überschritten. Das zeigt er mir auch an, ein Mikrosievert, 1,0 irgendwas. Wenn er hingegen da drunter packt, sind wir bei Nanosievert hier drauf. Der kleine Apparat bleibt aber bei Mikrosievert. Ich habe eben auch schon mal grob geguckt, also ich habe nichts gefunden, wo ich die Maßeinheit verstellen konnte. Ja, das Display ist halt klein und auf ein Hundertstel genau muss es wohl keiner wissen. Oder eigentlich auf ein Hundertmillionstel genau, weil ein Mikrosievert ist ein Tausendstel eines Mikros, eines Sieverts.
Und Nanosievert ist dann wieder ein Tausendstel eines Tausendstel eines Tausendstel. So genau braucht man es dann vielleicht auch meistens nicht. Aber wer wissenschaftlich dabei geht, also technisch ist das möglich. Jetzt hat er zum Beispiel überall die Maßeinheit, also den Maßstab einen runtergeschaltet, weil es noch ein bisschen eng wird. Ja, hier oben drüber habe ich eben schon erwähnt, ne? Mit CPS, also Counts per Second, ionisierte Teilchen, die da durchpflügen. Ja, und hier wird eben das Spektrum der Substanz wiedergegeben, aus der er dann schließt, was das wohl sein mag, denke ich. 641 Nanosievert, das scheint ein Durchschnittswert zu sein oder ein Steigerungswert. Ja, 655 Nanosievert pro Stunde. Wie gesagt, er macht einen Refresh hier alle 10 Sekunden. Das heißt, das, was da steht, ist dann zusammengerechnet. Ich mache sicherheitshalber hier mal einen Restart von dem Ding. Ja, wahrscheinlich rechnet er jetzt als Durchschnitt die anfangs die Nullstrahlung damit in den Durchschnitt hinein. Und das wollen wir ja nicht. Übrigens kann man auch diesen Kram dann jeweils abspeichern. Und zwar mit Save. Kann man das also jetzt sagen, Teller, und kann das abspeichern und dann landet das hier in der Library. Man kann auch exportieren, man kann importieren, also wenn man die richtigen Quellen hat, kann man das auch alles da reinlutschen. Aber er arbeitet jetzt mit der bereits intern vorhandenen Datenbank. Dann außerdem mit dem Handy habe ich das inzwischen hingekriegt, das per Bluetooth zu koppeln. Das kann er aber nicht gleichzeitig, er kann also nur end oder weder. Ne? Entweder USB oder Bluetooth. Und bei Bluetooth zeigt er mir genau dasselbe an. Er greift auch auf dieselbe Datenbank zu. Nur eben, dass auf dem Handy ist halt nicht ganz so viel Platz. Ne? Da sieht es also nicht so ganz hoch und breit aus. Also hier oben ist dann noch ein Log, das einem sagt, was alles passiert ist. Das kann man so... Hier, guck mal, da zum Beispiel, wo eben, wo es laut wurde. Ne? Wo anfing, verdammt, eine Axt zu hupen. Ja, dann sagt er hier, Alarm, Alarm, Dose Rate Alarm, die Welt geht unter, zieht euch schon mal an, macht euch trocken und dann ab in den Bunker. Und man kann das auch, wie gesagt, hier mit CSV und HTML und so weiter exportieren. Ich denke mal, weil irgendwelche Wissenschaftler das so brauchen, das können die in irgendwelche Projekte einfügen oder was weiß ich. Generell, ich finde das schon mal klasse, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, das, was ich das meiste eh nicht verstehe, aber ich finde es toll. Ich wuppe den Burschen jetzt mal eben eine Blume weiter. Mal gucken. Weißt du, das Radium da ja nicht so dick. Ne? Ich glaube, die eine strahlt eine Idee mehr als die andere. Ja, ganz eindeutig. Also bei der einen ist mehr los als bei einer anderen Blume. Ja, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal die Schüssel da weg. Dann bricht ihm die Strahlung unter dem Hintern zusammen. Dann nehmen wir jetzt mal diesen kleinen silbergrauen Stein, wo Zirconium draufsteht. Ne, Zirkon heißt das. Ja, Zirkon. Wie beim Zirkus hier. So, jetzt kommt der Sensor genau oben drauf auf diesen Zirkonstein. Ja, und ihr seht, es wird nicht ganz so krass werden. Ich könnte natürlich trotzdem hier ihm mal sagen, wir machen hier mal einen Restart. So, was sagt er jetzt? Momentan ist er immer noch bei Radium. Allerdings ist er auch noch bei... Naja, doch, das stimmt schon. Wir werden hier so zwischen 0,29 und 0,32 Mikrosievert angezeigt. Daraus macht er logischerweise hier die Nanosievert mit einer Stelle mehr. Ja, ein bisschen präziser. Und jetzt sagt er hier Thorium Alloy. Also er sagt jetzt, das ist wohl Thorium-Cäsium, irgendwie wohl eine Mischung. Letztlich, kann ich euch ja mal voraussagen, er wird bei Thorium landen. Ich habe auch das Element Zirkon in der Tabelle der Elemente wiedergefunden, aber sagt er bis jetzt nicht, dass das Zirkon ist. Er sagt, das ist, ach ja, das ist doch mal eben Radium, wo wir schon mal dabei sind. Wahrscheinlich ist ihm das zu wenig, um da wirklich was zu sagen. Oder... Dieser Stein stellt letztlich eine Mixtur aus allen möglichen Sachen dar. Das kann natürlich auch sein. Das ist ja ein natürliches Gestein, das jetzt hier liegt. Ja, dann haben wir das jetzt gesehen. Ja, diejenigen unter euch, die irgendwas mit diesen ganzen Werten anfangen können, die können wahrscheinlich sagen, boah, das ist aber interessant. Ich hingegen habe nicht die leiseste Ahnung, was hier vor sich geht. Dann tun wir den Felsen mal beiseite und greifen als nächstes zu diesem super Amulett, das Strahlen abhalten soll. Dann aber selber radioaktiv ist. Super Sache. Man den Leuten mal erzählt, was sie sich da um den Hals hängen. Ne? Das würde ich mal gerne. Irgend so ein Hippie.
irgend so ein Esoterik-Fanatiker und dann mit dem Geigerzähler an den Hals geht, dann guck mal, was dein Amulett da gerade treibt. Auch hier würde ich mal sagen, restarten wir das Ganze mal. So. Man kann das auf den Diagrammen richtig sehen, wo die Probe weggenommen wurde. Ja, was haben wir hier? Er zeigt mir Dose Rate 107 an, auf dem Apparillo hier 0,10. Also nicht so wahnsinnig viel, was da rausquillt. Vielleicht muss er sich doch erstmal einnorden. Oder er ist jetzt erschöpft von den harten Sachen. Was sagt er mir da? Im Moment sagt er mir noch gar nichts bei Hardness, was das hier für Material sein könnte. Ich glaube, es ist Thorium. Irgendwie habe ich das mal nachgeguckt, aber mal schauen, was er hier dazu sagt. Wir lassen ihm einfach ein bisschen Zeit. Wir kennen das ja, bei schwach strahlenden Dingern brauchen die Apparate ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen und so einen Durchschnitt zu bilden. 0,14 sagt er jetzt hier. Ja, ihr seht das hier, ne? Das ist gerund, die 0,14 sind gerunder. 0,135 müssen wir es eigentlich nennen. Ja, er kann sich noch nicht durchringen zu einer Materialbestimmung. Ja, lassen wir mal liegen, ne? Ihr könnt ja bei Bedarf schnell vorspulen, wenn es zu langsam wird, zu langweilig wird. Ja. Tja. Da fällt mir jetzt auch wenig zu sagen ein. Ist gar nicht so einfach. Wenig zu sagen ein. Hm. Mal hier gucken. Ja. Na, also viele, viele wichtige Werte, die wahrscheinlich wichtiger für andere sind als für mich. Interessant ist zum Beispiel die Angabe, ne, von 22,5 Grad. Also mein Digitalthermometer sagt hier 20,4 Grad. Aber es kann natürlich sein, dass der Apparat selber dadurch, dass er läuft, Wärme entwickelt. Und dann 2 Grad daneben liegt. Das wäre denkbar. Ja, ich kriege jetzt hier im Moment keine Anzeige an dieser Stelle, was das für ein Material sein soll. Aber er tickert vor sich hin und zeichnet alles auf und macht dann eine Spektrumanalyse, die man dann an irgendwelche Atomlabore schicken kann. Ja, Atomlaborer, ne? Zip. Also vergrößern, verkleinern. Man kann die auch einzeln hier verschieben, vergrößern. Man kann es auf dem gesamten Bildschirm und alles größer und kleiner machen. Das ist faszinierend dort. Und da kommen ja auch komische grüne und pinke Linien, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten. Ja, tauchen nochmal auf und verschwinden dann wieder. Ich bin sicher, ihr seid haufenweise Leute, die alle bestens Bescheid wissen und mir sagen können, was das heißt. Anscheinend werden hier Referenzlinien eingeblendet, je nachdem, wo ich mit der Maus bin. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, was ich hier tue. Aber es ist bunt. Und das ist ja schließlich die Hauptsache. Das war falsch. So. Und da, genau, den hier. Klick. Ja, es ist schon faszinierend. So, dann würde ich sagen, das reicht jetzt aber auch. Das ist die lascheste Sache, die ich hier liegen habe. Auf Flohmärkten werde ich vielleicht mal ein Auge offen halten und dann rumlaufen, den Leuten da den Geigerzähler in die Ware halten und mal schauen, ob da irgendwas anfängt, richtig krass zu machen. Ja, Thorium. Er sagt Thorium 232. Dazu hat er sich inzwischen durchgerungen. Das ist natürlich nur eine grobe Schätzung. An educated guess, sozusagen. Ja. Würde ich sagen, danke fürs Reingucken, danke für eure Geduld, danke für meine Geduld. Warum gebe ich mir mit euch eigentlich so viel Mühe? Weil ich ein netter Mensch bin. Und wünsche euch aus dieser Position, unter dem Hintergrundgeknatter eines Geigerzählers, wünsche ich euch alles. Nur nicht, dass ihr ein solches Geräusch unerwartet hört. Wenn ihr es erwartet, ist es gut. Wenn ihr das Geräusch unerwartet hört, dann ist das schlecht. Bis zum nächsten Mal.